Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir Traverse ein bisschen weiter erkundet, haben voll auf die Möhre bekommen von einigen normalen Herzlosen. Finde ich nicht gut. Wir haben Leon getroffen, der uns vielleicht oder vielleicht auch nicht kennt. Und der will uns ein bisschen in Traverse rumführen. Nein, ich will den Raum nicht ändern. Man kann die Räume auch, wenn man die schon mal geöffnet hat, direkt ändern. Muss nebenbei. Wir machen jetzt hier weiter und wenn ich mich hier spute, könnte ich sogar, glaube ich, in dem Part schon Traverse schaffen. Weil so groß ist das hier nicht, wenn ich mich irre. Aber wir können nur da lang, gehen wir da lang. Wir nehmen die hier. Und nur schwarz ist auch noch Gift, das meine ich. Mal gucken, ob wir die platt hauen können. Ich glaube, sie sind ein bisschen stärker. Natürlich könnt ihr noch nicht das sein. So, kommt her. Wo seid ihr? Da, komm her. Was ist das? Kolossal. Na, die sind, glaube ich, ein bisschen schwierig. Vielleicht geben die ja viel Erfahrung. Oh Gott. Nein. Was ist das? Ein Erfahrungspunkt, geil. Courage. Ja, komm, Simba. Ja. Freeze. Was ist das denn? Ja, kann ich irgendwie als Ziel wechseln? Ich glaube nicht, ne? Na, komm mal her. Nein, mein Gott. Das ist ja keine Karte verloren haben, ne? Ich krieg noch einen Erfahrungspunkt, ehrlich. So. Ja, stimmt dann jetzt, dass ich die Karte nicht verloren habe, ne? Ich muss ja immer noch Dinge haben. Voll, ja. Pizza. Oh, nochmal. Oh. So, ich habe irgendwas bekommen. Raunde Begegnungen. Ich weiß nicht, was das Ding nochmal macht. So, haben wir gegen einen Gefungi gekämpft. Und das reicht. Karte, her damit. Und Anhänger 6, sehr gut. Komm, machen wir noch einen. Ist denn die Belohnung? Ja gut, weiß ich nicht. Oh Gott. Wenigstens ein Erfahrungspunkt, da trägt mich irgendwie auf. Was? Oh. Mein Gott. Power. Den wollte ich nicht. Okay. Hab was gemacht. Weil Angriff kann so schnell abgebrochen werden, ne? Also jeder Angriff kann so schnell abgebrochen werden. Nur weil der Gegner irgendwie ein höheres Ding hat. Ja, ja, genau. Oh. Hey. Aua. Oh nee. Was ist das? So. Oh mein Gott. Dann krieg ich noch eine Erfahrung. Was soll das eigentlich? Schon wieder Raum der Begegnung. Was macht der Teil? Wupp. Ah, okay. Und deswegen bin ich gegen die zu kämpfen, hab ich das Gefühl. Ja, die Dinger sind wichtig. Die brauchen wir zum Einkaufen. Hab ich, glaube ich, noch gar nicht erklärt, ne? So, wo ist der nächste? Hier, ne? Select. Wo bin ich? Ja, okay, dann gehen wir erstmal dahin. Wir gehen erstmal die Story weitermachen. Was geht? Begleiten dich Freunde erscheint Kampf gegen eine Freundeskarte. Das ist relativ nicht gut. 3, nehmen wir die. Und zack. Story-Fortschritt.
Und so wird dann in jeder Welt ablaufen im Spiel. Wir haben immer so 3-4 Räume, in dem die Story vorangetrieben wird und ja. Ist ein bisschen wiederholbar. Hi. Aeris, du hast mich etwa auch vergessen? Sollte ich sagen, schön dich kennenzulernen oder schön dich wieder zu sehen? Ich denke nicht, dass ich dich kenne, aber ich fühle, du gehörst hierher. Ja, genau, wir kennen uns zwar nicht, dennoch ist mir dein Name so vertraut. Aber natürlich kennen wir uns, wir haben als Team die Herbstlosen besiegt. Ich fühle, dass das stimmt, aber ich erinnere mich nicht. Dann weißt du auch sicher nicht mehr, was du zu mir gesagt hast. In Hollow Bastion, als ich das Schlüsselloch versiegelt habe. Auch wenn wir uns nicht wiedersehen. Vergessen werden wir einander nie. Du erinnerst dich also doch? Er hat recht, Leo, und ich erinnere mich auch, dass du was gesagt hast. Es ist also doch kein bloßer Zufall. Ich glaube nicht, dass ich mich noch daran erinnere, aber irgendwie eben doch. Vielleicht nur ja so was Herz das erinnern für uns. Mein Herz? Er kennt dich nicht, Sora, aber dein Herz ist voller Erinnerungen an unser Zusammensein. Diese Erinnerungen müssen auch in unser Herzen sein. Sie verraten uns wohl, was wir sonst nicht wüssten. Meinst du also, dass Soras Erinnerungen, die unsere beeinflussen? Seine Erinnerungen scheinen eine gewisse Macht zu besitzen. Macht. Dann hatte der Typ ja doch recht. Diese Stadt muss eine Illusion sein. Ein Produkt meiner Erinnerung. Und befindet sich in der Stadt vielleicht jemand Besonderes? Wie hast du... Jetzt verstehe ich. Du weißt das, weil meine Erinnerungen in deinem Herzen widerhallen. Wie auch immer. Ein Freund von mir ist irgendwo in dieser Stadt, im Schloss des Entfallens. Schloss des Entfallens? Was ist das? Hier gibt es keine Schlösser. So meine ich das nicht. Überhaupt nicht kompliziert. Sora hat sicher noch einige Fragen zu klären, stimmt's? Stimmt, schließlich sind wir ja gerade erst angekommen. Kann ich schaden, dich umzugehen. Dann sehe ich doch mal etwas in der Stadt um. Hier gibt es zwar Herzlose, aber das ist doch kein Problem für dich. Du weißt, ich kann kämpfen? Ich erinnere mich zwar nicht wirklich, aber langsam glaube ich dir. Lass mir es dabei. Ach, Schlüssel des Seins. Und ja. Das ist das erste Kingdom Hearts Spiel, wo die Story so ein bisschen komplexer wird. Die allen möglichen Sachen ja auf einen drauf schmeißen. Story. Putsch. Gut, weiter. Müssten eigentlich gleich schon hier fertig sein. Relativ kurz war das hier. So. Nehmen wir das. Welchen von jeder Karte noch einen übrig haben. Wäre das Beste, finde ich. Das müssen ja eigentlich betäubt hier irgendwo rumliegen, ne? Nein. Wenn ich in den Gegner reinlaufe und feuchte Karten zusammen, ne? Dann verschwinden die Karten. Was zum Teufel? Ich dachte, ihr seid betäubt. Was ist das? Courage. So. Und mach die alle. Noch Stufen auf Stufen, sehr gut. Seid alle dran. Gut. Level up. Jetzt mit mehr HP. Ja, danke, nehmen wir das. Meine Kartenpunkte können nützlich sein, aber am Anfang nicht da. Jetzt brauche ich es zum Beispiel, weil ich. Bombe. Au! Noch ein Heiltrank, sehr gut. Die können auch nicht schaden.
So, manchmal können solche Kämpfe nur kommen, ne? Stunde des Magiers. Ich glaube, da tun Magiekarten, glaube ich, ein bisschen. Die sind ein bisschen besser, glaube ich, im Deck. Kommen so ein, zwei Punkte mal so Bonus. So, die ich haben. Wie wertvoll die Dinger sind. Ich möchte dich ignorieren. Leute. So. Wer wagt es? Los, komm. Satt. Also erst mit der Bombe abgeworfen, dann noch auf den Schädel geschlagen. Schnell, Kopf down, Kopf down. Ja, damit, ich glaube, ich verschwinde nach der Zeit. Ja, ich glaube, ich werde ein bisschen offscreen trainieren an. Ein bisschen oft in diesem Spiel, in diesem Projekt. Karten oder sowas zu bekommen. Stunde des Chemikers. Ich glaube, das tun Heil-Items. Items an sich mehr heilen. Weiß ich nicht. Geil. Geil. Was? So da. Mein Gott. Ah, verdammt. Ich wollte da dran springen. So voll cool. Ja. Muss ich einfach machen. Oh Mann. Brüll. Nö, Brüll. Kann ich mal abwenden, das nervt mich ein bisschen. Au. Du. Wurf. Warum ist noch ein Level up, ab? Weil ich glaube, als nächstes kommt ein Boss und wenn ich den Boss verliere, werde ich glaube ich zum Raum Feuer zurückgeschickt, ich weiß auch nicht mehr. Und auf den Mann! Aber ich werde dann glaube ich zu dem hingeschickt, bevor ich irgendwas da gemacht habe. Das ist der ganze Level, die ich jetzt hier bekomme. Oh geil. Gegnerkarte. Klapperer Soldat. Klapperer. Das heißt, ich sollte vielleicht nochmal zurückgehen und speichern. Ganz schnell. Da sind die ganzen Level-Ups, die ich jetzt hier bekommen habe. Die Items und so weg. Weil ich werde irgendwie dann zu dem Punkt teleportiert, bevor ich hier alles gesammelt habe. So, glaube ich, weil jetzt. Komm nur mal her. War ich so schwer, wie ich da in Erinnerung hatte, das Spiel. So, Magie Stufe 3. Uff. Uff. Sehr gut. Und Level Up haben wir auch wieder bekommen. Ich glaube, das machen wir mal KP. Kartenpunkte. So, gehen wir mal speichern. So, dann müssen wir da. Das war Lebensmittel. Da laufe ich nur geradeaus, ne? Ja, wupp. Noch ein Raum. Gut. So, jetzt wollen wir mal kurz mein Deck noch bearbeiten. Blödes. So, fügt normalen Kombos einen weiteren Schlag hinzu. Dreimal nachstocken. Hm.
Ich will meinen 6er oder meinen 8er Ding, ja. Wäre eine stärkste Karte. Blöde ist, werden nicht geordnet. Das kotzt mich hier so ein bisschen an. Ja, nicht irgendwie ordnen. Aber die Dinger hier sind auch noch. Bei mir steht ordnen, ne? Aber. Ach, mit Dreieck, meine Güte. Ich doof. So. 5, 4, 3. Perfekt. Wir haben genau 300 Dinger. Genau 300 Ocken. Sehr gut. Immer schön den Speicherstand wechseln, weil wer weiß, was mit der Aufnahme passieren kann. Na, Stufe 5. Sehr gut. Jetzt schon. Nein, Mann. Ich glaube, Stufe 50 ist ja Maximum. Wenn ich mich nicht irre. Also wir haben schon ein Zehntel aller Level bekommen. Erreicht. Wisst schon, was ich meine. Gut. Jetzt kommt vielleicht oder vielleicht noch nicht ein Bosskampf, wenn ich mich irre. Den möchte ich gerne noch hier machen. Hi, tschüss. Tschüss. Nein. Lass mich leben. Okay. Doch chilliger Projekt, als ich gedacht hatte. Weiß nicht, warum ich dazu hinausgezögert habe. Im ersten Part habe ich mal gesagt, ich freue mich nicht so auf das Spiel, aber. Komm, kommt mal wieder rein. Geht doch eigentlich wieder. Ein bisschen noch irgendwie so ein Ding. Hier da oben sieht schon wie Ende aus, glaube ich. Oder rechts ist auch noch so ein Ding. Mal schon. Mal schauen. Schon des Magiers. Eine grüne brauche ich und den hier. Ja, so eine grüne Umrandung und so ein Geat, dann bräuchte ich die grüne Karte. Ich war, glaube ich, jetzt schon drauf gekommen, ne? Gut. Heiße. Sieh mal einen an, das ist ja Sora. Glaube ich. Moment, was sehe ich denn da? Ich kenne dich doch gar nicht. Du siehst aus wie ein Sora. Mit dem zottligen Haar und den Schlapperhosen. Schon in Ordnung, sieht ich heiße so. Du hast also von mir gehört. Huh. Das überrascht mich jetzt nicht. Na, vielleicht kannst du mir ja helfen. Ein Freund von mir hält sich wohl irgendwo hier im Schloss, in der Stadt auf. Irgendwelche Ideen? Ein Freund ist als herzlos hier. Man kann keine zwei Schritte tun, ohne angegriffen zu werden. Am Platz ist es am schlimmsten. Es ist ein gigantischer herzloser erschienen, wenn die Glocken ertönt. Wenn du deine Haut retten willst, dann hau ab, solange es noch geht. Schitzikowski. Doch, ein Bosskampf. Vielleicht hat er recht. Wollt ihr den Herzlosen denn nicht sehen? Wollen wir nicht? Wop. Die Glocke. Sora, pass auf. Ja, doch, Bosskampf. Okay, so viel dazu. Hi. Gut, Purpur-Rüstor oder Rüstungs-Purpur. Rüstertor, so. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Art. Große lila Rüstung. Nenn ich dich. So, erster Bosskampf. Hoffentlich gehen wir nicht mit Fresse. Wir sind Level 5. Ist ja wohl noch nicht hoch genug, ne? Blablabla. Draufkloppen hier. Oh, hi. Das sind so spezielle Dinger.
Okay, das ist ein bisschen broken. Das kann man einfach so auf den drauf fallen. Simba, Brüllen kaputt. Ja, ist auch gezogen. Ich glaube schon, nächste Mal tauchen. Ich glaube, wir sind so. Au! Wo ist das? Ja, der ist noch recht chillig. Der ist schon einfacher als die normalen Gegner. Oh Gott. Mach mal 5 da weg. Was ist das? Nein. Oh, sehr gut. Na, komm mal her. Der ist voll broken irgendwie. Oh ja, wer auch immer du bist. Nein, nicht schon wieder. Rap. Ich habe keine Kommandos für dich, hallo. Er ist einfach recht chillig. Schon wieder haben wir ja Todesdinge hier. Oh. Weil mein Angriff wird vollkommen abgeworfen, aber ich den Eisling abgeschossen habe. Ja, und hier. Schön, ich. Aber meine Heilung kann auch abgeworfen werden, weil ich schon wieder abstand Ding. Was hat? Da! Sterb! Stich! Kartenstich! Ah, man darf den hier fahren, das so aus. Ich noch einen Erwerb, das wäre jetzt gut. Nö, schon zu hoch gelevelt. Damit haben wir schon die erste Welt abgeschlossen. Man glaubt's kaum, ne? Geht schnell hier. Und wir haben den Panzerrüstung. Ja, Panzerrüstung, sehr gut. Hihi. Er hat Grinsen. Okay. Sehr gut. Gelungene erste Aufnahmesession. Ohne Frust, ohne Probleme. Kann ruhig so weitergehen. Also genau wie im Kingdom Hearts 1. Dein Freund war also nicht hier? Nein, ich glaube nicht, dass wir ihn in dieser Stadt finden. Aber er ist irgendwo hier im Schloss, das weiß ich genau. Schloss, als wäre das ganze Stadt im Inneren eines riesigen Schlosses. Ich lache mich tot. Ha, ha, ha. Aber ich glaube, er hat recht, Sid. Auch wenn wir es nicht begreifen, für Sora ist es glasklar. Er sieht eine Realität, die über unsere Welt hinausgeht. Wäre ich mir bloß sicher. Du schaffst das schon, Sora. Egal, welche Gestalt die Realität annimmt, du kriegst das hin. Ich mag mich nicht erinnern, aber mein Herz kennt dich. Leon. Pass gut auf, Sora. Ich bin etwas verwirrt, aber trotzdem viel Glück. Und da gehen sie alle. Ah, gut. Was gibt's? Ich habe zwar keine Antwort auf das alles, aber ich muss dir etwas sagen. Deine Erinnerungen haben diese Stadt erschaffen? Es hat derjenige gesagt, von dem ich die Karte hab. Wenn das stimmt, dann ist diese Stadt hier nur ein Hirngespinst, genau wie wir. Aber du bist kein Hirngespinst, du stehst doch hier vor mir und die Stadt ist auch da. Aber ich bin nicht ich. Ich erinnere mich nicht, obwohl ich es sollte. Und ich spüre, was ich nicht spüren kann. Sora, hüte deine Erinnerungen.
Auf deiner bevorstehenden Reise wirst du viele Illusionen sehen. Manchmal werden dich die Schatten deiner Erinnerung trügen und in die Irre führen. Was genau hat das zu bedeuten? Ich bin auch nur eine Illusion, Zora. Die Wahrheit ist außerhalb meiner Reichweite. Sag doch nicht sowas. Das deprimiert mich nur. Nein, Zora, lass dich durch Illusionen nicht vom richtigen Weg abbringen. Alles klar. Foreshadowing. Zora, oder? Zora! Bist du bereit? Ja, ich komme gleich. Na gut, ich muss jetzt los. Was? Iris? Iris? Was ist mit ihr? Sie ist weg. Ich habe doch gerade noch mit ihr gesprochen. Aber Iris ist doch mit Leon und den anderen mitgegangen. Hä? Du hast eben alleine dort gestanden. Wir haben uns schon gewundert, was los ist. Das also, meinte sie. Ja, sie ist echt die merkwürdigste Person, die ich nie kennengelernt habe. Okay. Speicherpunkt kommt jetzt, ne? Ja, da kommt immer so eine Leiter und dann wird ein neues Eis bekommen. Oh, ein Eis! Aber nur mit zwei. Blech. Wirk! Kotz, bläh. Pfui. Wieder ausgespuckt. Gut. Ich glaube nicht, dass wir alle Räume schon haben, aber das ist jetzt auch egal. Jetzt will ich erstmal den Part beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Ich wollte schon Fallout sagen. Was ich auch Let's Play habe, könnt ihr mal nachgucken. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Part. Tschüss!